Willkommen zu einem weiteren Vortrag von Pro Urknall. Heute wollen wir uns mit dem Thema der Sterbehilfe beschäftigen. Sterbehilfe oder auch Suizidassistenz genannt, ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar dieses Jahres wieder verstärkt in der gesellschaftlichen Diskussion. Über dieses Urteil und seine Auswirkungen wollen wir berichten und auch anschließend diskutieren. Wenn wir danach fragen, was ist erlaubt und was ist im Rahmen der Sterbehilfe verboten, müssen wir uns zunächst den verschiedenen Formen der Sterbehilfe kurz zuwenden. Hier wird unterschieden in die aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, die indirekte Sterbebeihilfe und die Beihilfe zur Selbsttötung, also die Beihilfe zum Suizid. Gehen wir auf die einzelnen Punkte kurz ein. Die aktive Sterbehilfe war schon immer verboten und bleibt es auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hier handelt es sich, wie der Begriff aktiv schon ausdrückt, nicht mehr um eine Selbsttötung, wo also der Sterbewillige selbst den Tod herbeiführt, sondern um das Tun eines dritten Außenstehenden. Als Beispiel, wenn jemand völlig bewegungsunfähig ist und möchte, dass ein Dritter ihm eine tödliche Dosis Tabletten gibt oder eine Infusion anlegt, dann begeht der Dritte eine Tötung auf Verlangen. Das ist ein Straftatbestand, geregelt in § 216 StGB, der zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren führt. Diese geringere Freiheitsstrafe als beim Totschlag oder sogar Mord ist aber nur dann anzusetzen, wenn das ernstliche Verlangen des Opfers nachgewiesen werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, greift zumindest der Totschlagstatbestand und das ist dann eine Freiheitsstrafe ab 5 Jahre. Im Gegensatz dazu steht die passive Sterbebeihilfe, verdeutlicht durch ein Beispiel. Ein Patient verlangt, dass keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr durchgeführt werden, zum Beispiel keine künstliche Beatmung oder künstliche Ernährung in bestimmten Situationen eingeleitet wird oder eine bereits laufende Maßnahme abgebrochen wird und dieser Behandlungsabbruch dann zum Tod führt. Das war auch schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erlaubt und straffrei, wenn die strengen Vorgaben zur Einstellung lebenserhaltender Maßnahmen eingehalten werden. Was bedeutet, dass der Wille des Patienten oder der Patientin eindeutig feststellbar gewesen sein muss, also ärztlich dokumentiert durch eine Ansage des Patienten im Krankenhaus oder schon bereits vorher schriftlich verfügt, zum Beispiel in einer Patientenverfügung, auf die wir am Ende noch eingehen werden. Eine Unterform der passiven Sterbehilfe ist die sogenannte indirekte Sterbehilfe. Ein Beispiel. Ein Patient im Endstadium einer Krankheit hat starke Schmerzen und bekommt deshalb starke Schmerzmittel. Das sind in der Regel Morphine, die das Leben verkürzen können. Also der vorzeitige Tod wird dabei durch die Art und Weise der palliativen Behandlung in Kauf genommen. Dies ist schon immer auch erlaubt gewesen und es ist unter den Juristen sogar umstritten, ob solche palliativmedizinischen Maßnahmen überhaupt unter die Definition der Sterbehilfe fallen und zu einer Lebensverkürzung führen. Der Kern der Auseinandersetzung und der gesellschaftlichen Diskussion betrifft die Beihilfe zur Selbsttötung oder auch Suizidassistenz genannt. Hier besorgt der Suizidhelfer das Mittel für die Selbsttötung und stellt es dem Sterbewilligen zur Verfügung, der es dann selber einnimmt. Das ist erlaubt, weil der Sterbewillige ja letztlich seinen Tod selber herbeiführt. Das war auch schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erlaubt, wenn zum Beispiel ein naher Angehöriger seinem Verwandten das todbringende Mittel
besorgt hat und einmalig quasi an einer Selbsttötung teilgenommen hat. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf nun auch ein Arzt einem Patienten ein entsprechendes Mittel zur Verfügung stellen, weil das sogenannte geschäftsmäßige Handeln nicht mehr unter Strafe steht. Der Streit um die Strafbarkeit ging gerade um den Begriff der sogenannten geschäftsmäßigen Suizidassistenz. Da der Suizid selbst ja nicht strafbar ist, kann nach der Denklogik des Strafgesetzbuchs auch die Beihilfe dazu natürlich nicht strafbar sein. Dies war den Kirchen und anderen Institutionen schon immer ein Dorn im Auge, insbesondere die Tätigkeit der Sterbehilfevereine, denen endlich der geausgemacht werden sollte. Deshalb hat auf massiven Druck der Bundestag 2015 die Strafbarkeit der sogenannten geschäftsmäßigen Suizidassistenz in § 217 StGB eingeführt. Dieser Straftatbestand bedroht denjenigen mit Strafe, der in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt. Wobei der Begriff der Geschäftsmäßigkeit sehr weit ausgelegt wird bzw. wurde. Geschäftsmäßig handelte, wer die Gewährung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit zur Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, und zwar unabhängig von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig von einem Zusammenhang zu einer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit. Also wer mehr als einmal an einen Beitrag zu einem Suizid leistet, unabhängig davon, ob er dafür Geld bekommt oder nicht, handelte nach dieser Auffassung bereits geschäftsmäßig. Die überwiegende Mehrheit der Strafrechtler und Verfassungsjuristen hielt dies auch schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für grundrechtswidrig. Der Bundestag hat sich hiervon aber nicht in seiner Mehrheit jedenfalls beeindrucken lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat schließlich im Februar dieses Jahres in dankenswerter Klarheit diesen Straftatbestand für verfassungswidrig erklärt. Er ist also damit nicht mehr gültig. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kann auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts im Internet abgerufen werden, wer das lesen möchte. Es ist sehr ausführlich, hat ungefähr Buchlänge. Ich habe hier nur mal die wichtigsten Leitsätze, die das Gericht immer der Entscheidung voranstellt, einmal herauskopiert. Das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 in Verbindung mit der Würde des Menschen in Artikel 1 als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit es angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Im zweiten Leitsatz schließlich hat das Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck gebracht, warum der Paragraph 217 Absatz 1 Strafgesetzbuch verfassungswidrig ist. Weil das strafbewährte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung es Suizidwilligen faktisch unmöglich mache, die von ihnen gewählte, geschäftsmäßig angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Weiter hinten hat das Verfassungsgericht dann auch festgestellt, dass niemand verpflichtet werden kann, Suizidhilfe zu leisten. Die freie Entscheidung aus
dem Leben scheiden zu wollen, bleibt also ein höchstpersönliches Recht jedes Einzelnen. Der Gesetzgeber muss aber nicht zuschauen, dass sich die Umstände so spitzen, dass ein Einzelner hierzu möglicherweise getrieben wird. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, der Gesetzgeber darf aber einer Entwicklung entgegensteuern, welche die Entstehung sozialer Pressionen befördert, sich unter bestimmten Bedingungen, etwa aus Nützlichkeitserwägungen, das Leben zu nehmen. Der Einzelne darf auch jenseits konkreter Einflussnahmen durch Dritte nicht der Gefahr gesellschaftlicher Erwartungshaltung ausgesetzt sein. Das heißt, mit meinen Worten ausgedrückt, der Gesetzgeber sollte die Bedingungen schaffen, dass auch ein Leben im Alter und bei Krankheit lebenswert bleibt. Die Entscheidung des Einzelnen, trotzdem aus dem Leben scheiden zu wollen, bleibt davon natürlich unberührt. Zu den Folgen des Urteils gehört die Notwendigkeit der Änderung des ärztlichen Berufsrechts, das sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern geregelt ist. In vielen Bundesländern ist die also ärztlich assistierte Suizidbeihilfe verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu ausgeführt, die heterogene Ausgestaltung des ärztlichen Berufsrechts unterstellt die Verwirklichung der Selbstbestimmung des Einzelnen in verfassungsrechtlich unzumutbarer Weise geografischen Zufälligkeiten, also je nachdem, in welchem Bundesland ein Sterbewilliger lebt. Die Diskussion um einen neuen rechtlichen Rahmen der Sterbehilfe ist entflammt und es gibt hier unterschiedlichste Vorstellungen, wie damit jetzt umgegangen werden soll. Die schärfsten Gegner dieses Urteils sind die Kirchen, wie zu erwarten war. In einer gemeinsamen Presseerklärung der Bischofskonferenz und der EKD heißt es, dieses Urteil stellt einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur dar. Wir befürchten, dass die Zulassung organisierter Angebote der Selbsttötung alte oder kranke Menschen auf subtile Weise unter Druck setzen kann, von derartigen Angeboten Gebrauch zu machen. Mit einer Kultur der Bejahung und Förderung des Lebens sind sicherlich alle einverstanden, aber das Argument, Angebot schafft auch Nachfrage, ist doch etwas plump. Deutlicher ist dann schon ein Ausspruch des Bischofs Oster, der sagt, worum es eigentlich geht. Gott ist der Herr über Leben und Tod, mithin über Anfang und Ende des Lebens. Oder Herr Laschet, der Mensch soll nicht Gott spielen. Also, Gott gibt das Leben und er nimmt es auch wieder. Dass zum Teil die Nerven hier sehr blank liegen, hat zum Beispiel Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident AD und Mitglied im ZK der Deutschen Katholiken, war zumindest, in einem Leserbrief des Tagesspiegel am 1. März zum Ausdruck gebracht, indem er schreibt: Hier haben furchtbare Juristen in geradezu triumphalistischer Manier die Selbsttötung zum Inbegriff der Autonomie des Menschen gemacht. Dieser Begriff furchtbare Juristen ist bisher immer nur für Nazi-Juristen verwendet worden, was von einem ehemaligen Präsidenten des Bundestages doch schon sehr verwundert, die Verfassungsrichter mit diesem Titel zu belegen. Die Erleichterung der Selbsttötung, so ist der Tenor, werde zur Dienstleistung für Lebensmüde. Wer Sterbehilfe erlaube, mache über kurz oder lang Sterben zur Pflicht. Mit ihren moralischen Vorstellungen stellt sich die Kirche gegen die Mehrheit in der Gesellschaft. Der Leiter des katholischen Büros in Berlin, also der oberste Kirchenlobbyist, Prälat Jüsten, hat dann zum Ausdruck gebracht, worum es genauer geht. Gleichzeitig, so sagt er, sage ich als Christ, aber auch, das Leiden gehört zu unserem Menschsein dazu. Gott selbst ist in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden und hat das Leid angenommen, das über ihn kam. Gott hat uns damit deutlich gemacht, dass das Leid im Dasein des Menschen angelegt ist und dazugehört.
Insofern ist das Annehmen und Aushalten von Schmerzen für uns Menschen auch ein Weg der Christusnachfolge. Eine solche Leidenskultur mag ja Glaubensinhalt verschiedener Religionen sein. Und es gibt auch Leute, die sich freiwillig bei Prozessionen zum Beispiel ans Kreuz nageln lassen. Wie viel Leiden sich jeder selbst zumuten will, sollte jeder Mensch selbst entscheiden. Das sollte uns keine Religion vorschreiben. Die Kirchen stellen sich aber gegen die Autonomie des Einzelnen, wenn zum Beispiel die Träger von 13 katholischen Einrichtungen sofort nach dem Urteil erklären, dass ihre Mitarbeiter wie Ärzte und Pfleger keine Unterstützung bei der Vorbereitung oder Durchführung eines Suizids leisten werden. Auch anderen Organisationen oder Personen, die Suizidbeihilfe anbieten wollen, dürfen das in ihren Einrichtungen nicht tun. Diese Erklärung ist von 634 Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen mit über 90.000 Mitarbeitern unterzeichnet worden, unter anderem Sozialunternehmen der Caritas, der Franziskanerbrüder sowie Malteser Deutschland und die BBT-Gruppe und die Marienhausstiftung. Wer also als Sterbewilliger in eine solche Einrichtung eingewiesen wird, hat dort ganz schlechte Voraussetzungen für seine freien Entscheidungen im Hinblick auf einen selbstgewählten Suizid. Einen besonders schwerwiegenden Fall von Rechtsmissbrauch wird durch unseren Bundesgesundheitsminister Spahn begangen, der Sterbewilligen, die den Erwerb von entsprechenden Medikamenten versagt. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 2017, also lange vor dem Verfassungsgerichtsurteil, entschieden, dass irreversibel Erkrankte einen Anspruch auf Erlaubnis zum Erwerb tödlicher Medikamente haben, diese Erlaubnisse werden vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben. Und Herr Spahn ließ persönlich dieses Bundesamt anweisen, alle Anträge auf Herausgabe solcher Medikamente abzulehnen. Das betrifft eine Zahl von weit über 100. Und der Tagesspiegel hat in einer Auskunftsklage gegen das Bundesministerium herausgefunden, dass die Juristen seines Hauses bereits im April 2019, also nach der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts, wussten, dass 217 StGB unhaltbar sein wird. Also Herr Spahn ist nicht nur rechtsblind, das wäre er, wenn er nicht wüsste, was er tut. Nein, er stellt sich bewusst gegen das Recht und missachtet ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Nachteil der Sterbewilligen. Hierdurch begeht er meines Erachtens und auch nach der Auffassung anderer Juristen Rechtsbeugung. Wie geht es nun weiter? Herr Spahn lud am 15. April 2020 zu einem, wie er es nannte, konstruktiven Dialog zur Neuregelung der Suizidhilfe ein. Als guter Katholik hat er allerdings nur Kirchen- und Sterbehilfegegner angesprochen. Zu diesem Dialog wurde keine einzige humanistische Organisation oder ein Sterbehilfeverband eingeladen. Es ist also zu befürchten, dass erneut ein verfassungswidriges Gesetz verabschiedet wird, wenn sich die Forderung Spahns durchsetzen sollte, die, wie er es formuliert, die Freiwilligkeit, Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches festzustellen. Also den ernsthaften Willen des autonomen Bürgers einer Prüfung zu unterziehen. Interessanter und viel weitgehender sind die vom Hans-Albert-Institut und der Giordano-Bruno-Stiftung und dem Institut für Weltanschauungsrecht entwickelten Vorschläge zum möglichen Inhalt einer Neuregelung. Das ist auf den jeweiligen Homepages dieser Institution herunterzuladen und darauf können wir hier nicht eingehen. Enthalten sind die Forderung nach dem Aufbau von Beratungs- und Aufklärungsangeboten, einer Verbesserung der Palliativ- und Pflegedienste, einer Änderung der Musterberufsordnung der Ärzte. Und was nicht für erforderlich gehalten wird, das sehen auch andere Juristen so, ist eine Änderung des Strafgesetzbuches.
der Sterbehilfeverein Dignitas Deutschland und die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben haben bereits eine gemeinsame sogenannte Suizidversuchspräventionsberatung eingerichtet, die an Wochentagen jeweils 2 Stunden telefonisch zu erreichen ist, um vor allem kurzschlüssige und riskante Suizidversuche zu verringern. Wir haben also festgestellt, dass der Wille des Patienten oder des Sterbewilligen absolut im Vordergrund steht. Und hierbei ist für die Dokumentation dieses Willens die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ein wichtiges Instrument. Der Abbruch einer lebenserhaltenden Behandlung ist dann nicht strafbar, wenn ein solcher entsprechend klarer Patientenwille vorliegt. Und das kann man an dem Urteil des Bundesgerichtshofs in dem Fall gut ablesen. Da hatte ein Rechtsanwalt den Angehörigen eines todkranken Menschen geraten, die Magensonde durchzuschneiden. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt worden, aber vom Bundesgerichtshof freigesprochen worden, weil der Wille des Patienten für solche Beendigungen lebenserhaltender Maßnahmen nachweisbar war. Solange ich meinen Willen noch selbst zum Ausdruck bringen kann, kann ich auch als Patient im Krankenhaus sagen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Aber das gilt ja nicht für alle Fälle. Wenn ich bewusstlos bin, hilft nur eine Patientenverfügung weiter. Da kann ich bestimmen, was medizinisch unternommen werden soll, wenn ich selber nicht mehr entscheidungsfähig bin. Gute Patientenverfügung und Erläuterung dazu findet ihr auf der Seite des Bundesjustizministeriums. Die kann ich deshalb empfehlen, weil dort auch immer die aktuelle Rechtsprechung mit berücksichtigt wird. Es kann zum Beispiel geregelt werden, ob eine künstliche Beatmung und Ernährung noch bei Hirntod stattfinden soll, in welchen Situationen eine Wiederbelebung stattfinden soll und wann nicht mehr. Neben einer solchen Patientenverfügung sollte auch eine Vorsorgevollmacht entworfen werden, bei der eine besonders vertrauensvolle Person von Ihnen das Recht eingeräumt bekommt, in Ihrem Namen stellvertretend zu handeln, wenn Sie selber es nicht mehr können. Das kann sich auf einzelne oder auf alle Angelegenheiten beziehen. Und in dieser Vereinbarung kann festgelegt werden, dass von ihr erst dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn sie selber nicht mehr in der Lage sind, über ihre Angelegenheiten zu entscheiden. Das hat den Vorteil, dass in einer solchen Situation die Bestellung eines gerichtlichen Betreuers vermieden wird. Im Falle einer Suizidbeihilfe ist auch eine sogenannte Freitodverfügung sehr sinnvoll. Damit dokumentiert der Sterbewillige, dass er bewusst und gut überlegt aus dem Leben scheidet und sein Freitod keine Verzweiflungstat ist, sondern auf einer gut überlegten Entscheidung beruht und Ausdruck seines freien Willens ist. Damit werden insbesondere Angehörige oder andere nahestehende Personen geschützt, auch Ärzte, vor einer möglicherweise strafrechtlichen Verfolgung. Die haben als nahestehende Person eine sogenannte Garantenpflicht, Einstandspflicht und können, wenn dieser Wille nicht nachweisbar ist, möglicherweise wegen unterlassener Hilfeleistung sich selber strafbar machen. Wir können abschließend zusammenfassen. Die geschäftsmäßige Suizidassistenz ist nicht mehr strafbar. Das heißt, Paragraph 217 Absatz 1 StGB kann als nicht existent betrachtet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Autonomie des Einzelnen gestärkt und in einem sehr ausführlichen Urteil klar die Grundsätze der Würde des Menschen und sein Selbstbestimmungsrecht ausgeurteilt. Das hat zur Folge, dass das ärztliche Berufsrecht angepasst werden sollte, weil die einzelnen Bundesländer hier die Pflichten der Ärzte sehr unterschiedlich regeln. Beratungs- und Aufklärungsangebote sollten aufgebaut werden, möglicherweise auch durch den Gesetzgeber flankiert.
Auch Palliativ- und Pflegedienste sollten und müssen verbessert werden, damit gerade nicht die Bedingungen entstehen, von denen die Kirche meint, dass diese Alte und Kranke in den Tod treiben können. Da sind sie selbst gefordert, das zu verhindern. Eine Änderung des StGB ist nicht notwendig. Die aktive Sterbehilfe bleibt weiterhin strafbar. Und jeder Einzelne sollte in einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht regeln, wie er in einer Situation behandelt werden möchte, in der er selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. Wir freuen uns auf die Diskussion und verabschieden uns bis zum nächsten Vortrag von Pro Urknall.